Krebskopf ist ein Pokémon mit dem Typ Wasser, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich zu Krebotak weiter. Krebskopf ist ein orangenes, krebsähnliches Pokémon mit 6 Füßen und 2 scharfen Scheren. Im Kopf ziehen 3 Hörner, am hinteren Ende ist ein Pleon zu erkennen. Die Bauchseite der Schale und die Unterseite der Scheren ist hierbei in einem hellen Beige gefärbt. Und in der Shiny-Form ist Krebskopfs Schale pink statt orange gefärbt. Krebskopf ist ein langsames Pokémon, zeichnet sich jedoch durch seine Kraft aus, welche bei physischen Attacken zur Geltung kommt. Es fängt seine Beute mit seinen scharfen Krallen, indem es Klamme einsetzt und fasst sie mit Kalkklinge so fest, dass sie nicht mehr fliegen können. Um sich vor Feinden zu verteidigen, nutzt es Wasserattacken und schlägt mit seinen Scheren zu, indem es Krabhammer nutzt oder Blubberblasen auf sie versprüht, während es Blubstrahl einsetzt. Außerdem beherrscht es einige Unlichtattacken wie Knirscher, Verhöhner oder Abschlag und die K.O.-Attacke Guillotine. Krebskorps besitzt die Fähigkeit Scherenmacht, welche es vor Reduktion seiner Angriffskraft schützt. Das Pokémon besitzt einen robusten Panzer, was sich durch seine Fähigkeit Panzerhaut niederschlägt, dies vor Volltreffen bewahrt. Und die Anpassungsfähigkeit des Pokémon findet sich bei seltenen Exemplaren in der versteckten Fähigkeit Anpassung wieder. Krebskorps stammt ursprünglich von einem fernen Ort. Es wurde erstmalig als Haustier nach Hönn importiert, später auch in andere Regionen. Es überforderte die Trainer, die es besaßen, und wurde anschließend oft freigelassen, woraufhin es verwilderte. Da es sehr robust ist, sich gut an verschiedenste Umgebungen anpassen kann und eben auch bei seiner Ernährung nicht wählerisch ist, fiel es dem Pokémon sehr leicht, sich zu vermehren und seine Population zu vergrößern. So ist es sogar in schmutzigen, verseuchten Gewässern und trüben Gräben überlebensfähig, wo sonst nur Barschwarz zu finden sind. Dabei ist Krebskorps der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich auf Level 30 zu Krebotak. Die krebsähnliche Form, welches das hauptcharakteristische Merkmal von Krebskorps ist, sowie die beige Farbe des Bauchs bleiben nach der Entwicklung beibehalten. Durch die Entwicklung wird die Schale dunkler, die Farbe wird zu einem kräftigen Rot, aus den 3 Hörnern auf dem Kopf bildet sich ein sternförmiges Schalenteil. Vorne am Bauch entsteht eine blaue Färbung, die Scheren werden deutlich größer und so auch der restliche Körper des Pokémon. Krebotak ist außerdem nahezu dreimal so schwer wie Krebskorps. Und mit dem Typ Wasser nimmt Krebskorps halben Schaden gegen Stahl, Feuer, Wasser und Eisattacken, doppelten Schaden gegen Pflanzen und Elektroattacken und der Rest macht normalen Schaden.